Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Raum. Kron. Denken. Und das heutige Podcast-Thema, habe ich mir überlegt, lieber Kugelende, ist so Kindheitssachen, sowas wie Kindheitsspiele und so. Da würde ich mal gern mit dir drüber reden. Ja. Was sagst du dazu? Ist eine super Idee, eigentlich. Gut, ich habe mir schon so ein paar Fragen aufgeschrieben, die wir dann beide beantworten. Und die erste Frage wäre da so, was waren denn so deine Kindheitsspiele, die du so richtig gefeiert hast als Kind? Eins, was ich auch immer noch feiere, natürlich Yu-Gi-Oh! Das ist klar. Ja. Aber es, ich hatte früher auch so eine Konsole, die, ja, war... Kann man sich so vorstellen wie eine Playstation, bloß halt in, noch nicht ganz so modern. Man musste sie noch einzeln anschließen, man konnte nur offline spielen, aber war trotzdem super. Okay. Also mein Kindheitsgame vor allem war nicht mal Yu-Gi-Oh! Tatsächlich. Mein Kindheitsgame war nämlich... Skylanders. Ich habe alle außer den allerersten Teil gespielt. Also von Giants bis Imaginators. Das habe ich richtig gefeiert. Ich hab richtig viele Skylanders, richtig viele Portale. Und ich habe alles durchgespielt und fand es immer cool. Und ich habe mehrere Teile auch mehrmals gespielt. Aber die Sache ist halt so, die Spiele sind halt für kleinere Kinder konzipiert. Und generell, wenn man heute noch Skylander kaufen will, die findet man nirgendwo mehr gefühlt. Einfach nirgendwo. So, nirgendwo. Die Preise sind super hoch. Ja, weil das einfach nur Sammler haben. Genau. Obwohl ich da sagen muss, Skylander habe ich früher auch gespielt. Ich habe auch immer noch also ein paar Figuren. Ganz ehrlich, ich würde auch mal sagen... Ich kann halt wahrscheinlich, ich kann die Hälfte meiner Skylander nicht mehr spielen, weil ich die Skylander damals immer auf der Xbox 360 gespielt habe und nur ein Skylander-Spiel für die PlayStation 4 habe, die ich jetzt habe. Was bedeutet, dass mir die anderen, die in den darauf kommenden Versionen kommen, gar nicht so nützen. Ich könnte sie wahrscheinlich auch einfach verkaufen. Ich meine, das würde mir mehr nützen. Ja. Ja. Okay, die nächste Frage war, was war so deine Heavy-Kindheitsserie und vor allem, was hast du daran so gefeiert? Das ist so ein bisschen grotesk. Power Rangers war super, obwohl ich mittlerweile sagen muss, die Animationen sind relativ schlecht. Ja, aber als Kind fällt einem das nicht wirklich auf. Ja, als Kind fand ich das immer super. Gerade weil ich ja auch ein bisschen mehr in Kämpfe und sowas, dass ich das lieber mag, aber ja, absolute Kindheitsserie. Also meine nicht mehr ganz so. Also meine Kindheitsserie war auf jeden Fall Ninjago. Das war meine erste Lieblingsserie und das war ziemlich lang meine Lieblingsserie. Bis ich 11 oder so war das meine Lieblingsserie. Dann habe ich festgestellt, dass die Serie eigentlich blöd und kacke ist und habe angefangen, andere Dinge zu gucken. Sowas wie zum Beispiel Power Rangers. Ja. Den Anime? Also mit Kindheit meine ich halt, ich habe Yu-Gi-Oh! Halt dann irgendwann parallel zu Ninjago geguckt. So ganz wilde Sache. Und damals war Yu-Gi-Oh! Bei Netflix... Da gab es nur die ersten zwei Staffeln, die ersten drei Staffeln. Was bedeutet, dass ich alles danach nicht wusste und einfach nur immer wieder diese drei Staffeln geguckt habe. Und das ist ziemlich witzig. Power Rangers habe ich nämlich erst nach Yu-Gi-Oh! Geguckt. Und zwar habe ich weiß nicht mehr, wie es hieß, das geguckt, aber da waren sie auch alle Ninja. Ich fand vor allem an... Yu-Gi-Oh! An Ninjago fand ich vor allem auch so cool, dass sie so alle Kräfte hatten und diese Kräfte sich auch immer wieder weiter ausgebaut haben, obwohl man sagen muss, dass es in der Serie eigentlich nur darum geht, dass sie in der letzten Staffel ihre wahren Fähigkeiten entdeckt haben und in der nächsten Staffel ihre wahren Fähigkeiten nochmal entdecken, weil sie aus irgendeinem Grund ihre Kräfte nicht mehr haben, was überhaupt keinen Sinn gemacht hat. Ja. Ninjago nur zustimmen. Ninjago hat mich sehr aufgeregt.
Und mein Lieblingscharakter war tatsächlich Jay, weil Jay hat Blitze gehabt und Blitze waren einfach toll. So. Ja. Meine nächste Frage ist, was hast du als Kind so total gern gegessen, aber findest du jetzt so ultimativ widerlich? Oder gibt es da überhaupt was? Würde jetzt so sagen, gibt es nichts. Also bei mir. Ich kann zwar sagen, was mein Lieblingsessen früher war und was es jetzt ist, aber Nein, dann hau raus. ich esse es immer noch gerne, sagen wir es so. Dann sag mal, was ist dein Lieblingsessen früher und welches heute? Früher Milchreis, aber dann auch schön mit Erdbeeren. Ja. Super lecker. Und mittlerweile ist es ein schönes Schnitzel. Also, mein Lieblingsessen früher war Bratwurst, weil ich mag Bratwurst auch immer noch sehr gerne. Und Leute, probiert mal alle aus, Bratwurst mit Tzatziki zu essen. Es ist wunderbar. Es schmeckt so gut. Und jetzt ist mein Lieblingsessen Mac and Cheese mit Mais und Blumenkohl. Aber das ist egal. Früher habe ich total gern diese auch Milchreis gegessen, aber halt so diese von so diese Fertigmilchreise halt. Und alles Fertigessen habe ich früher extrem gern gegessen. Also ich meine so Sachen, die man eigentlich selbst super leicht kochen kann, aber trotzdem fertig. Sowas wie Lasagne, so Fertiglasagne oder so. Sowas habe ich früher so gern gegessen. Ich kann es heute nicht mehr sehen. Ich finde es so ekelhaft. Ja, Fertiglasagne esse ich beispielsweise gar nicht mehr, weil Ja, ich auch nicht. Wir essen. die eine, die wir bei uns mal hatten, hat so scheiße geschmeckt, dass die überhaupt nicht mehr Ja, irgendwie ging. wir haben so eine eigene Lasagne-Köchin gefühlt im Haus. Das bedeutet, wir haben da jetzt nicht so das Problem mit. So, meine nächste Frage ist, was war deine erste Konsole? Meine erste, also Konsole im Sinne von PlayStation oder so, oder weil Konsole sonst im Sinne, was, worauf man spielen kann. die, von der ich vorhin schon erzählt habe. Ah, okay. Also meine Ja, erste so die Konsole. erste. Meine. Aber wenn so normale Konsole, die man jetzt auch so nimmt, das ist die PlayStation 3. Also meine erste Konsole, die man jetzt auch so nimmt, so eine normale Konsole, ist die Xbox 360. Die hatte ich super, super lange. Eigentlich erst, bis sich jemand in meiner Familie eine PlayStation 5 gekauft hat, habe ich eine PlayStation 4 Pro bekommen, weil er mir die dann einfach gegeben hat. Aber davor hatte ich sehr, sehr lange eine Xbox 360, deswegen hatte ich auch alles Geile an das Spiele auf Xbox 360. Aber meine allererste Konsole, ja. Meine allererste Konsole. Sie sah so ähnlich aus wie so eine Nintendo Switch Lite. Bloß, dass sie so ein Hot Wheels umrum hatte, so ein Hot Wheels Ding. Und hatte so eine Hot Wheels Hülle. Und da konnte man sich auch so Spiele draufladen. Und ich hatte da so ein paar. Zum Beispiel hatte ich da. Da hatte ich drauf. Warte, was hatte ich da nochmal drauf? Ich hatte da so ein Vogelspiel. Dieses Vogelspiel. Happy Birds oder Ich weiß nicht, wie ja. es hieß. Es ist auf jeden Fall alt. Und in diesem Vogelspiel sind Oder meinst immer. du Moorhuhn? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was ich meine. Auf jeden Fall sind da die ganze Zeit Vögel runtergefallen. Und diese Vögel waren toll, nicht, weil sie wollten die Vogeleier zerstören. Man musste die Vogeleier vor denen zerstören, damit die Vögel schlüpfen und mit nach oben kommen. Und irgendwann hatte man so eine ganze Vogelarmee, die mit einem nach oben gehüpft ist. Und dann hatte ich Gut, noch. das sind nichts von den beiden, was ich dir erzählt habe. Und dann hatte ich noch so ein Spiel von Cars. Vom zweiten oder dritten Teil, dem mit dem Geheimagenten. Wo denn man die Nicht ganze der Zeit. zweite. Wo man die ganze Zeit gelaufen ist und man konnte halt so hoch, man konnte halt mit so einem Knopf konnte man so nach oben gehen. Und immer wenn da Gegner gekommen sind, musste man, bevor sie die Hälfte des Spielbildschirms erreicht haben, oben sein, sonst wurde man erwischt. Das war auch ziemlich lustig. Also heutzutage würde ich es nicht mehr feiern, ich würde es einfach in die Ecke pfeffern. Aber. So, nächste Frage.
Was gab es so als so in deiner Kindheit, so generell von allen, was du so richtig gefeiert hast, aber jetzt irgendwie gar nicht mehr nachvollziehen kannst, dass du es jemals gefeiert hast? Das ist eine sehr schwere Frage an sich. Also bei mir sind es natürlich erstmal Serien, so Pocolino oder Erdbeermarmeladebrot mit Honig. So, das sind so Serien, die habe ich früher überhaupt nicht gefeiert. Ja, mir fällt jetzt gerade konkret nichts ein. Okay. Vielleicht jetzt am Ende des Podcasts fällt mir vielleicht noch was ein, aber Ja. gerade halt nicht. Wo wir gerade über Serien gucken, hast du eigentlich mal so Serien wie Trolljäger geguckt? Ja, natürlich. Ich habe die ganze Reihe davon geguckt, zusammen mit dem Film, und zwar mehrfach. Ja, ich auch. Ich habe das so Ich habe gefeiert. sogar die Special Editions davon noch geguckt. Ich habe es auf Netflix geguckt, ich konnte die Editions nicht gucken. Doch. Also Special Edition, die externen Serien, die trotzdem damit zusammenhängen. Ach, das, ja, das sind keine Special Editions. Im Film sieht man ja, Ja. dass das alles zusammenhängt. Aber die externen Serien sind auch, die sind die ganze Zeit kürzer geworden und die ganze Zeit schlechter geworden. Ich meine, das Ja. Ende war einfach, als Jim zurückverwandelt wurde vom Troll in Mensch, hatte er nicht mehr die normale Stimme. Was gar keinen Sinn macht und mich mega verärgert hat. Im Übrigen, wo wir gerade vom Verärgern sind, reden, kennst du das, wenn in so Filmen oder Serien so ein Rückblick gezeigt wird und aus so einer vergangenen Folge oder so, und dann wird einfach was anderes gesagt, als in dieser Folge gesagt wird? Ja, das triggert so hart. Oder so, Ja. es ist 3 Folgen her, dass du dich mit deiner Mutter gestritten hast und irgendwas Böses gesagt hast. Dann musst du nicht auf einmal was anderes sagen, was zwar den gleichen Sinn hat, aber trotzdem, es ergibt keinen Sinn. Ja, ganz normal. Es ist in so gut wie jeden Serie oder Anime ist es so. Ja, Ich aber es regt verstehe aber auf. nicht, wieso. Ja, es ist jetzt nicht so schwer. Es ist nicht so schwer, einfach die Szene, die man schon geschnitten hat, die schon existiert, Nochmal kopieren. einzufügen. Ich meine, man muss einfach nur Copy-Paste und dazwischen einen Schnitt setzen. Es ist nicht so schwer. Ja. Es ist doch viel komplizierter, vor allem bei Filmen mit Schauspielern oder so, die ganze Szene nochmal zu drehen, in derselben Situation, bloß mit anderen Worten. Naja, meistens ist es wahrscheinlich auch so mit der Übersetzung, dass sie das einfach nur anders übersetzt haben und die Szene so an sich gleich geblieben ist. Aber Ja. Es ergibt das ist trotzdem kein. trotzdem Es ergibt. kommt hinzu. Ja, es ergibt keinen Sinn und es triggert einfach nur. Vielleicht ist es auch nur deswegen da. Ja, lol. Aber jetzt zurück zum Thema. Hast du früher gerne Kuscheltiere gehabt? Ja. Ich muss zugeben, ich habe auch immer noch welche. Ich habe auch immer noch welche. Aber ich habe nicht mehr annähernd so Und auch viele. nichts Verwerfliches daran, Ja. weil an sich jeder, der sagt, der hat früher kein Kuscheltier gehabt oder hat jetzt kein Kuscheltier Der mehr. hatte früher keine Eltern. Nee, der hat zu 100, alle, die sagen, nee, ach, das ist doch kindisch oder so, die sitzen dann zu Hause mit dem Kuscheltier im Arm. Ja, ich Noch finde halt immer. so, Kuscheltiere sind. Ich mag Kuscheltiere. Ich kuschel nicht unbedingt mit denen, aber die liegen halt einfach in meinem Bett rum. So. Und außerdem sind sie einfach Kindheitserinnerungen. Mein allererstes und liebstes Kuscheltier habe ich auch verloren, ja? Ich habe es irgendwie verloren. Genauso wie mein Pokémon Mond, dass ich einfach an irgendeiner Stelle, wo ich die ganze Zeit nicht weitergekommen bin, irgendwann einfach verloren habe über den Umzug. Oh, das war so nervig. Und dann hat. Ja, mein Lieblingskuscheltier habe ich auch schon relativ oft verloren und dann gab es immer ein großes Theater, wenn das weg war. Ja, das kenne ich, Wir haben aber. das dann immer ewig gesucht und haben es Ja. bisher dann auch immer wieder gefunden. Naja, mein Lieblingskuscheltier haben wir nie wiedergefunden. Ich musste mir dann immer ein neues Lieblingskuscheltier aussuchen. Mein ältestes Kuscheltier ist tatsächlich so eine Kuh, ja? Die habe ich, seit ich
seit ich 2 bin oder so. Und das ist so eine Kuscheltiere. Das ist auch einer der wenigen Sachen, die in meinem Leben gehalten haben, seit ich ein Baby bin, weil ich bin zerstörerisch, okay? Ich habe mal Eis auf einem Fernseher gegessen. Ich habe in meine Xbox 360 eine Salamischeibe reingeschoben, um zu gucken, ob denn ein Salamifilm kommt. Ich war ein sehr zerstörerisches Kind. Klingt so dumm. Ja, auf jeden Fall ist das einer der wenigen Sachen, die aus meiner Kindheit noch überlebt haben. Also da muss ich sagen, also aus meiner Kindheit haben eine Menge Sachen überlebt. Ich habe beispielsweise ein Kuscheltier zu meiner Geburt bekommen und das existiert immer noch. Ja, also ich habe halt mein Kuscheltier quasi zur Geburt bekommen. Was ich aber auch feiere, ist ein Kuscheltier, das habe ich tatsächlich mal von jemandem bekommen, von einer Weile, als nachträgliches Weihnachtsgeschenk. Und das ist aber, ganz ehrlich, das ist schon wirklich lange her. Und wer schenkt denn bitte einem Kind ein Brokkoli als Kuscheltier? Ein Brokkoli. Ein Brokkoli. Ein Brokkoli. Es ist ein Brokkoli. Und ich kann gerade nicht aufhören, die ganze Zeit in mein Yu-Gi-Oh!-Fach zu steigen. Ich sollte mich mal umdrehen. Okay. Das ist so. Außerdem, hast du früher viel Lego gespielt? Ja, natürlich, also... Also, ich spiele auch immer mal wieder Lego. Spiele ich immer noch mit Lego. Ja, also ich spiele auch immer mal wieder Lego. Ich bin halt immer zu faul, meine Sets zusammenzubauen, weil ich natürlich auch schon extrem viele Teile verloren habe. Das ist theoretisch nicht schlimm, weil ich Teile habe von anderen Sets, mit denen ich das ersetzen kann. Aber ich habe so viele Lego-Teile und die sind alle in einer Kiste. Ich bin immer zu faul, denn irgendwann suche ich so 2 Tage lang und finde es nicht und dann bin ich zu faul und baue frustriert alles wieder auseinander. Aber wenn wir mal beim Thema Lego bleiben, kennst du das nicht auch? Du suchst so ein spezifisches Teil, ja. Findest du es nicht, suchst ein anderes Teil und dann findest du es. Das kenne ich tatsächlich nicht nur bei Lego, das kenne ich bei allem. Bei allem. Ja, aber da ist es mir am meisten halt vorgefallen immer. Oder? Ich suche dieses eine spezielle Teil, was ich dann trotzdem 500 Mal habe, aber finde es nicht. Und dann suche ich was komplett anderes und dann finde ich das Teil. Ja, weißt du, was mich auch immer richtig aufregt? Wenn ich das Teil 1.000.000 Mal finde, aber in der falschen Farbe. Ich will, dass das in der richtigen Farbe ist. Das triggert mich richtig, wenn da ein Teil nicht in der richtigen Farbe ist. Immer wenn ich denn dieses Gebaute angucke, denke ich nur, dieses Teil, es ist nicht in der richtigen Farbe. Ja, das macht Lego ja bei den Sets, die mittlerweile rauskommen, auch total falsch. Ja. Einfach so komplett offensichtliche Teile. Ja, eigentlich ist das so in Grau und Schwarz gehalten. Was passt denn da am besten rein? Richtig, ein pinkes Teil, was man perfekt sehen kann. Ja. So. Das ist immer auch, das triggert immer so doll. Ja, das stimmt, das stimmt. Oder wenn man ein komplett blaues Auto macht, auf einmal kommt da ein grünes Teil hin. Und der Rest, ganze Rest ist blau. Nur ja. Blau. Obwohl man sagen muss, dass grüne Teile ja nicht ganz so vertreten sind, wenn man so Autos baut. Das ist dann mehr rot. Ja, aber ich habe tatsächlich ein Ninjago-Auto, eins von Lloyd, und das ist grün. Ja. Vielleicht, weil er der grüne Ninja ist? Vielleicht. Aber liegt einfach nur daran, weil grün cool ist. Aber die Sache ist auch, Ninjago hat mich in meiner Kindheit auch so hart verwirrt. Es gab so viele Sachen, die komplett unlogisch waren. Das ist ja fast so unlogisch wie Yu-Gi-Oh! Gewesen. Obwohl man sagen muss, dass Yu-Gi-Oh! Nur in der ersten Staffel relativ unlogisch ist. Danach ist es zwar auch noch unlogisch, aber in der ersten Staffel ist es natürlich am unlogischsten. Ich meine, na gut, ey, da war der Anfang von Yu-Gi-Oh! Da darf es unlogisch sein. Ich erinnere mal kurz an die Folge, wo Kaiba sagt, dass er von einem Hologramm in den Tod gestürzt werden soll? Naja, irgendwie ergibt das auch keinen Sinn. Ich glaube nicht, dass das wirklich Hologramme sind, weil die Leute werden zurückgeschleudert und haben Schmerzen, wenn sie angegriffen werden. Ich glaube nicht, dass das nur Hologramme sind. Außerdem wurde gezeigt, am Anfang der zweiten Staffel, also Battle City, wurde gezeigt,
dass die Hologramme theoretisch wirklich einen Schaden zufügen können und der nur runtergedreht ist, weswegen sie immer noch ein bisschen physischen Schaden zufügen. Wurde ja Ja, gezeigt. Deswegen hat er. das war ja noch die erste Staffel, also Königreich der Duellanten. Ja, Da aber. war das ja noch nicht so. Ja, vielleicht, aber deswegen hatte Mokuba ja auch so Schiss um seinen Bruder. Nein, der blauäugige Ultradrache wird dich fressen, so. Und Kaiba denn so. Scheiß drauf, ägyptischer Gott. So. Ja. Was ich mich auch frage halt. Es gibt ja in Yu-Gi-Oh! Extrem oft in der ersten Serie so eine Duellcomputer. Die kommen einfach in keiner anderen Yu-Gi-Oh! Serie mehr vor, obwohl das eigentlich voll die schlaue Idee ist. Ja. Und was. Obwohl man sagen muss, die Dual Disc Idee an sich wäre auch gut, wenn man die im realen Leben umsetzen würde. Ich glaube sogar, dass das möglich wäre, aber es würde halt sehr, sehr viel kosten und niemand würde sich die Kosten machen, weil niemand die Kosten kaufen würde. Also. Also, es gibt ja in dem Sinne schon Dual Disc, aber sind halt nur aus Plastik und halt auch nur aus dem dünnen Plastik. Ja, aber es könnte theoretisch Gehen auch. halt immer leicht kaputt. Es könnte halt auch theoretisch normale Dual Discs geben. Was mich aber auch an Yu-Gi-Oh! Aufregt, ist so, dass in der ersten Serie geht es um ägyptische Götter und danach geht es. Also, ich habe jetzt 5Ds nicht gesehen. Ich rede jetzt mal von GX und Sechsel. Es geht einfach nur noch ums Universum. Alle Feinde kommen aus dem Universum. Na, in 5Ds geht es ja mehr darum, dass die alte Stadt zerstört wurde und die Stadt wieder aufbauen wollen. Ja, aber so in vielen Yu-Gi-Oh! Serien geht's, wie ich mitbekommen habe, einfach ums Universum. So, ich meine, GX. Und so. Aber kommen wir jetzt mal zurück zum Thema. Wir sind jetzt ganz schön abgeschwiffen. ja. Ein bisschen. So, gab es etwas, was du in deiner Kindheit so gar nicht gefeiert hast, aber jetzt so ultimativ gut feierst, so richtig feierst? Würde ich jetzt so nicht sagen. Ist mehr so andersrum. Also eine Sache, die ich eher in der Kindheit gefeiert habe und jetzt nicht mehr so feiere. Also Also da hat man ja viele Sachen. Dinge, die ich vor allem als Kind nicht gefeiert habe, wäre sowas wie, ich weiß halt nicht, wie das Spiel, das ist dieses Spiel mit dem, wo man diese Teile rumschiebt, damit sie verschwinden, ja, so wie Candy Crush, bloß mit Kristallen. Und dieses Spiel habe ich als Kind gar nicht gefeiert. Ich fand es voll langweilig, aber dann wurde ich älter und habe dieses Spiel eigentlich fast nur noch gespielt. Also ich habe das Spiel wirklich gern gespielt. Und ich habe den dritten Teil immer davon gespielt, weil die anderen Teile hatte ich nicht. Ich weiß noch nicht mehr, wie dieses Spiel hieß. Ja, weiß ich leider auch nicht. Ich meine, ich kenne zwar schon viele Spiele, aber das hat nichts gesagt so. Hattest du eigentlich auch so Sachen wie zum Beispiel, also ich habe ja, bevor ich Yu-Gi-Oh! Angefangen habe, habe ich Ninjago-Karten gesammelt. Und zwar als Ersatz für Yu-Gi-Oh! Weil ich erstens wusste ich nicht, dass man Yu-Gi-Oh! Karten wirklich haben kann, kaufen kann. Und als ich dann wusste, wusste ich nicht, wo man die kaufen kann. Okay, es gibt nur sehr wenige Läden, wo man sie kaufen kann. Keiner davon ist in meiner Nähe. Für jeden muss ich mit dem Zug fahren. Also, oder mit der Bahn fahren. Und deswegen habe ich früher Ninjago-Karten gesammelt. Das hat mich immer richtig aufgeregt, weil ich nie so strategisch war, aber ich hatte richtig viele Ninjago-Karten. Also richtig viele. Allein meine Tauschkarten waren richtig viele. Und die Karten, die ich in meine Decks genommen habe, waren auch so richtig viele. Aber Yu-Gi-Oh! Ist halt so ein viel komplexeres, cooleres Spiel mit viel mehr Karten als Ninjago. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo wir stehen geblieben waren. Es gab gerade eine zu größere Pause, weil ich war was essen, weil ich was essen wollte und so. Und dann hatten wir noch ein bisschen länger Pause gemacht, deswegen weiß ich gerade nicht mehr genau, wo wir waren. Aber wir machen einfach mal mit dem nächsten Punkt weiter. Und zwar, in welche Grund, also man muss natürlich nicht sagen, in welche, aber was, welche Erinnerung verbindest du so mit deiner Grundschule? Eigentlich meine alte Klassenlehrerin aus der dritten und vierten Klasse, die
War super. Weil wäre die nicht gewesen, hätte ich Schule da schon abgebrochen. Okay. Ja, sagen wir es mal so, ich war das Mobbingopfer in der Schule. Ich auch. Aber das Dumme ist, bei meiner Schule, es hat kein Lehrer was dagegen gemacht. Denkst du, bei uns haben die Lehrer was dagegen gemacht? Meine Lehrerin hat mich gehasst, die hat sich gefreut, dass ich gemobbt wurde. Also. Also ich verbinde vor allem mit meiner Grundschule natürlich den Hass gegen meine eine Lehrerin. Ich meine, ich werde hier keine Namen nennen, aber sie hat mich eine halbe Stunde lang angeschrien, weil ich in der Zeile verrutscht bin. Das Ich ist weiß, ich nicht bin so in gut. einer blöden Zeile verrutscht und am Ende musste ich sogar noch zum Augenarzt wegen der Tante. Zum Augenarzt. Zum Augenarzt. Die hat mir so viel angehängt. Die wollten mir auch ADHS und Co. anhängen. Die wollten mir alles anhängen, aber nichts davon war wahr. Keine LAS, keine Mathe-Schwäche, gar nichts. Ja, Ja. außerdem verbinde ich mit meiner alten Schule vor allem Einsamkeit. Ich hatte in meiner alten Schule zwei Freunde und diese Freunde haben sich gegenseitig gehasst. Und das heißt, ich hatte eigentlich nur eine Person, mit der ich die ganze Zeit verbringen konnte, weil die andere so war, dass sie teilweise so, wo immer, wenn jemand anderes da war, der nicht ich war, hat sie halt mit der Person gespielt, anstatt mit mir. Im Übrigen habe ich diese Freunde auch erst so in der fünften, nee, in der dritten Klasse. In der dritten Klasse habe ich die gefunden. In der dritten Klasse hat auch das Mobbing aufgehört, weil mir dann einfach egal war, was die von mir gedacht haben. Da habe ich mir so gedacht, ja, scheiß drauf. Ja, in der dritten Klasse hat es bei mir angefangen. Bei mir hat es da aufgehört. Dann war ich halt immer Im mit Ding der. war halt von der dritten bis zur sechsten. Dann war ich halt immer mit der mit meinem Freund da unterwegs. Und das heißt, dass ich, wenn die Person krank war, konnte ich eigentlich nichts machen. Ich war sehr, sehr einsam in meiner alten Schule. Ich hatte keine Freunde. Also wirklich null gefühlt. Also außer halt diese eine Person. Weil mit der anderen konnte ich halt nichts machen. Also hatte ich wirklich nur diese eine Person Freundschaft. Und das, wenn die mal nicht da war oder so, das war Schlimmste und die war oft nicht da. Und dann wusste ich nicht, was ich machen soll, weil ich hätte natürlich gucken können, ob andere Leute mit mir befreundet sein wollen. Aber in meiner alten Schule waren die Leute einfach Assis. Sie waren einfach größtenteils Assis. Meine Klasse sowieso. Die Klasse von unter mir auch auf jeden Fall noch viel schlimmer als meine Klasse. Aber meine Klasse und vor allem die wenigen, die keine Assis waren, die haben mit den Assis abgehangen, weil es gab ja keine anderen, weswegen man gedacht hat, sie wären Assis. So. Ja, aber bei mir war es wenigstens so, dass ich ein paar mehr Freunde noch hatte, trotz dass ich Mobbingopfer war. Ich nicht. Aber da konnten die halt auch nicht wirklich irgendwas machen, weil wenn dann da eine Gruppe aus 10, 20 Leuten kommt, Ja. kann man da auch nicht viel machen. Aber die standen wenigstens immer hinter mir, haben mir immer geholfen. Ja, also ich hatte nicht so viele Freunde. Ich war so der freundeloseste Mensch der Welt. Ist inzwischen anders. Inzwischen habe ich ein paar mehr Freunde, aber. Unter anderem mich. Ja, unter anderem. Womit ich auch zum Punkt komme, gibt es so Freundschaften, die du früher geschlossen hast, also früher halt, Kindheit und so, die du so geschlossen hast, nur um was zu bekommen. Also, ich habe da eine ganz witzige Story, aber erzähl erst mal du. Nein, an sich, Freundschaft, finde ich, ist nicht wegen irgendwelchen Nutzen, sondern einfach nur, weil man sich gegenseitig helfen möchte oder sowas. Ja, also der Meinung war ich nämlich mal auch, aber ich hatte mal jemanden, der mit mir befreundet war, das war dann auch mein bester Freund, weil der hat mich vorher mal gemobbt, der hat mir eine Plastikgabel auf den Kopf gehauen mit den Spitzen. Aua. Ich hab ihn gehasst. Und dann hat er an meinem Geburtstag im Kindergarten, war das, gefragt, ob er Süßigkeiten von mir bekommt. Da habe ich gesagt, nur wenn du mit mir befreundet bist. Aber ich einfach aufhör wollte, dass er aufhört, mich zu mobben.
Ja. Dann war ich halt mit ihm befreundet. Und er war dann auch nett, nachdem ich mich mit ihm angefreundet habe. Aber davor war er ein richtiger Arsch. Auch wenn ich diesen Es Begriff gibt nicht ja auch mal kannte. relativ viele, die so sind. Auch wenn ich damals nicht mal diesen Begriff kannte. Im Übrigen muss ich sagen, ich bin richtig der gut darin, zu erkennen, ob Leute andere Leute nur ausnutzen. Ich habe das schon so oft bei Leuten erkannt. Und ich habe es ihnen immer gesagt und irgendwann haben sie es auch immer selbst erkannt. Wenn jemand anderen ausnutzt, dann erkenne ich das. Ja. So. Nächste Frage. Schneid. Meine Fragen sind alle. Bestimmt, also die Frage ist, bestimmt gab es in deiner Kindheit ja auch so Süßigkeiten, die du auch extrem gefeiert hast. So, ich meine, ich zum Beispiel habe früher auch total gerne diese Zuckerketten gehabt, aber heute kann ich die nicht mehr sehen, ich mag die nicht. Die finde ich heute irgendwie doof. Aber Ja. auf jeden Fall wollte ich mal so nach einer Bewertung fragen. Von den Süßigkeiten, so von der Skala auf 1 bis 10, die du so als Kind hattest. Was nimmst du jetzt eigentlich als Süßigkeit? Also Gummibärchen, Kekse und sowas? Oder zählt als Süßigkeit auch sowas wie Chips? An sich zählt es ja auch so gesehen dazu. Nee, Chips zählt für mich nicht als Süßigkeit, Chips zählt für mich als Knabberei. Genauso wie Cracker. Für mich eigentlich auch, aber so an sich, wenn man es so nimmt, Nee, für ist mich. es auch was, was eher in den Süßigkeitenbereich abgespeichert wird. Bei Ja, vielen. aber ich finde, dass das eher Knabbereien sind. Das ist einfach was Unterschiedliches zwischen was Süßem und was Chipsigem halt. So. Ja, also ich hatte früher auch immer relativ viele Gummibärchen, die ich hatte, also gegessen habe. Aber damals war noch bei Netto, also beim schwarzen Netto, da gab es noch so eine tolle Gummibärchentüten. War dann so die Reste, die dann so übrig geblieben sind, also die Fehlproduktion und so, waren dann 730 Gramm für 2 Euro. Geil. War immer super, 10 von 10. Allerdings ab und zu würde ich da auch noch ein paar Abzüge geben, weil teilweise war so noch Reste von der Wachshülle oder sowas noch da drinne. Aber Also meine absolute Kindheitssüßigkeit, die ich wirklich mal hoch und runter gegessen habe, die ich inzwischen nicht mehr sehen kann, weil ich sie zu oft gegessen habe, waren Fritz, Leute. Fritz, kennt ihr Fritz? Ich kenne Fritz. Kennst du Fritz? ja. Ja, ich hab's so gefeiert, ich habe es rauf und runter gegessen. Sobald ich Taschengeld hatte, habe ich mein ganzes Taschengeld nur für Fritz ausgegeben. Bei mir war es eher so, sobald ich Taschengeld hatte, ich gebe mein Geld für Yu-Gi-Oh-Karten aus. Ja, ich weiß halt nicht wirklich, wo ich Yu-Gi-Oh! Karten kaufen soll und ich muss ein bisschen sparen, damit ich genug Geld habe, um mir so ein wirklich sowas zu holen. Also ist es schon so. Auf jeden Fall, Zu der Zeit, wo ich mir das dann immer gleich gekauft habe, mit dem Taschengeld, war es doch so, dass man die im Lotto oder allgemein im Kiosk einfach so bekommen hat. was? Du hast in dieser Zeit gelebt? Ja. Ich nicht. Als ich Taschengeld hatte, da gab es die nirgendwo. Müsste 2016 gewesen sein. Zu 2016 So habe ich ungefähr auch noch. gelebt. Aber zu 2016 gab es bei mir hier auch keine Yu-Gi-Oh! Karten zu kaufen. Ich muss überall mit Zug hinfahren, um Yu-Gi-Oh! Karten zu kaufen. Apropos Hashtag keine Werbung, aber eines der, wenn man so Karten möchte, die man so, wenn man von was anderem möchte, die man auch in anderen Decks verwenden möchte, dann holt euch Fallstellerin. Die Karten sind einfach, die meisten Karten davon sind gefühlt in jedem Deck gut. Ja, das stimmt. Im Übrigen, cool Ende, habe ich noch gar nicht erzählt. Ich hatte ja eine Pause mit Yu-Gi-Oh! Gemacht und dann wieder angefangen. Und ich habe mal letztens, also gestern beim Aufräumen, meine alten Yu-Gi-Oh! Karten wiedergefunden. Ja. Das heißt, ich habe jetzt dreimal Cyberfinsternis-Zacke in meinem Deck. Und Super. zweimal Cyberfinsternis Horn. Und ich habe festgestellt,
Ich wusste gar nicht, dass ich Tornado Drache sogar dreimal habe. Ich wusste, dass ich ihn zweimal, aber dreimal? Wusste ich gar nicht mehr. Wenn es danach geht, du Bezeus von den diabolischen Drachen. Ich habe jetzt auch Bs wieder Den habe gefunden. ich hier ein paar Mal zu viel. Ich Also ich habe habe ihn viermal in Deutsch und einmal in Englisch. auch Bs wieder gefunden. Ja, B habe ich auch einmal im Und Englischen. ich habe Dekodiersprecher wiedergefunden. Und dieser Dekodiersprecher, Leute, müsst ihr wissen, der hat so eine glänzenden Sterne drauf, okay? Der ist richtig cool. Ich habe halt all Ja, meine der alten Sprecher ist halt Karten. nur Ultra-Rare. Ja. Den, aber den würde ich auch nicht abgeben, weil den habe ich von einer Person bekommen, die mir sehr viel bedeutet. Ja, das ist wie bei mir mein Einhornfrosch. Und ich habe halt auch so eine Karten wie Synchro-Dilemma oder so, Synchron-Dilemma drin gehabt. Und ich habe die Karten halt, ja, nicht wiedergefunden für eine Zeit. Jetzt habe ich mein Deck auch ein bisschen damit aufgebessert. Ist auf jeden Fall Naja, ziemlich die witzig. Frage ist, ob du dann an mein Deck rankommst. Die Sache ist, es gibt halt auch wirklich so Sachen aus meiner Kindheit, die sind in Top-Zustand. Ich würde sie gern verkaufen, aber ich verkaufe sie nicht. Wieso verkaufe ich sie nicht? Es ist dumm, sie nicht zu verkaufen. Wie zum Beispiel 100% meines Skylanders bestand. Also außer ein paar, die meine Lieblings-Skylander waren, aber sonst so halt. Ich meine, ich würde die alle verkaufen, ganz ehrlich, die nützen mir nichts. Aber weil wir ja gerade bei Skylander sind, was war denn dein Lieblings-Skylander? Mein Lieblings-Skylander-Teil war Nein, Skylander. nicht Teil, von den Figuren her. Ach so, mein Lieblings-Skylander. Warte, da muss ich kurz überlegen. Ich Also hatte. ich weiß meinen. Also Meiner ich. war absolut Totok, ist ein Feuerhund. Hotdog. Also Hotdog war Ja. nicht so mein Favorite. Also ich hatte eigentlich mehrere Lieblings. Und sie alle und fast alle kommen auch aus aus meinem Zweitlieblingsteil tatsächlich. Ich hatte als liebstes Skylander vor allem. Ich weiß halt nicht, wie die heißen. Einmal, wir hatten den halt immer Namen wie in dem, wie in ihrem Spruch, den sie sagen, wenn sie aufs Portal gemacht werden, gegeben, weil wir nicht lesen konnten. Und. Also von Hotdog den Spruch, den fand ich auch immer super. Ja, also ich habe ich einmal so einen Reiter auf so einem Skelettvogel. Ja, den kenne ich. Den habe ich auch. Ich kann ja mal Foto Wobei, ein. Ja. das ist der vom Element Gespenster, oder? Ja. Ja, den habe ich auch. Dann mein allererster Riese war T-Rex. Das ist der, den man auch in dem Set zusammenbekommt. Also wenn man sich das große Skylander-Set mit Portal und den zwei Skylandern holt. Ja. Dann habe ich noch diesen einen gemocht mit dem Spruch volles Gekreische voraus. Keine Ahnung, wie der hieß. Wir haben ihn immer Kreischer genannt. Ist es nicht Cinder? Nein, Cinder hat Blitze geschossen. Der ich war von Element Wind. Ja, stimmt. Cinder war die mit Blitzen. Ja, nee, ich meine, der ist vom Element Wind, konnte Eier legen und damit kleine Küken erzeugen, irgendwie die Ah. dann mit angegriffen haben. Der halt. Ja, aber die Figur habe ich tatsächlich auch. Ja, dann habe ich sehr gerne gemocht Trigger Happy. Das war Ja. Trigger Happy halt. So, was habe ich noch gerne gemocht? Als Ich nächstes. glaub, Trigger Happy war auch ein Fan-Favorite. Deswegen Ja. hat er hat ja, ich glaube, vier Versionen. Ja, ich hatte auch viele Trigger-Happys. Also. Aber Man hatte ja. einmal den ganz normalen von Spyro Adventure, dann einmal aus dem Nee. Giant den. Dann gibt es fünf Versionen, weil Imaginators hat er auch eine Version. Stimmt, Swap Team hatte auf jeden Fall eine. Ja, Swap Team ist Und dann tatsächlich auch. einmal, wie heißt nochmal die Version mit den Fahrzeugen? Ich weiß gerade gar nicht mehr. Ja, das war auch die schlechteste Version von allen, wenn man mich fragt. Ja. Die war so, da hat man einfach nur versucht, Mario nachzumachen. Aber Skylander war vor allem für mich halt so wirklich so ein Kindheitsding. Ich habe auch als Lieblings-Skylander habe ich halt auch wirklich, also als Lieblings-Skylander-Spiel war Swap Force. Ich habe Swap Force geliebt.
einer meiner Lieblingsgeilen, es waren auch so ein, wo ein dieser eine Eis mit der so eine Ringe werfen konnte. Ja, der ist auch gut. Ich habe halt alle außer das erste Skylander gespielt. Und ich habe Ne, halt. Skylander habe ich auch nicht, aber ich habe dafür auch die anderen halt. Ich habe halt richtig cool gefunden an Swap Force, dass da halt diese Skylander dazu gekommen wurden, die einfach zwei unterschiedliche Teile hatten, wodurch du einfach zwei unterschiedliche Teile kombinieren konntest. Dazu gab es noch diese Minispiele. Außerdem war die Story gut, finde ich. Und ich fand es halt vor allem cool, dass man dadurch, weil die Verbesserung habe ich schon immer gefeiert, vor allem die Wege, wo man individuell bestimmen konnte, was man nimmt. Ich bin auch so ein Mensch, ich liebe Individualität im Spielen, aber dazu kommen wir irgendwann anders mal. Und ich fand es halt voll cool, dass ich dennoch diese beiden kombinieren Ein konnte. Teilnehmer hat das Gespräch vorübergehend. Perfekt. Ein Teilnehmer hat das Gespräch vorübergehend verlassen. Ich war halt auch immer so, ich konnte halt meine Lieblingsattacken dann miteinander kombinieren. Das fand ich richtig geil. Ja. An sich. Warst du einer, der wirklich strategisch gespielt hat? Oder hast du einfach nur gespammt, sozusagen? Also einfach nur irgendwelche Knöpfe gedrückt? Ich glaube, so eine Mischung aus beidem. Also teilweise habe ich natürlich gespammt. Als Kind spammst du eigentlich bei jedem Spiel ein bisschen. Aber ich habe auch schon darauf geachtet, welche Tasten ich drücke. Ich habe zum Beispiel darauf geachtet, dass ich hatte meine Attacke, mit denen ich jemanden einfrieren konnte. Und wenn ich denn mal, also das war bei diesem, der mit der Eisplatte, und wenn ich denn jemanden eingefroren habe und den die Eisplatte auf den geworfen hatte, dann hat der nächste, der mit der Eisplatte getroffen wurde, wurde auch eingefroren. Und sowas waren halt so Kombis, so kleine Kombis, die ich dann auch gemacht habe. Ja, aber das hat man noch relativ viel auch. Das waren auch so Kombis, die ich voll gefeiert habe. Ja. Ich überlege gerade, irgendeinen Skylander gab es da noch, den ich richtig gefeiert habe. Ich meine, Skylander war einfach, das war mein komplettes Kindheitsspiel. Das hat meine ganze Kindheit geprägt. Ich meine, ich habe stundenlang nur von Skylanderinnen geredet. Und ja, es war so. Heutzutage ist es so, ich habe seit Ewigkeiten nicht mehr den Teil, den ich auf der PS4 habe, gespielt, ja. Und, Alter, wenn ich den jetzt anfangen würde, ich würde ihn wahrscheinlich sofort wieder abbrechen. Er ist so langweilig. Und, ganz ehrlich, man muss auch sagen, Skylander ist leider eine Drecksproduktion. Man kann in Skylanders Trap Team auf dem Stab vom Chompy Mage die Pixel sehen. Die Pixel. Ja. Also das ist schon auch schon so eine kleine Billigcom Produktion. Auch wenn es kurz ziemlich im Hype war. Weiß ich noch. Weil da gab es halt auch überall Skylander. Und dieser Hype war aber auch so nach einem halben Jahr oder so vorbei. Was heißt, dass denn nicht mehr überall Skylander war? Und es war auch so, dass so Skylanders auch übelst aufgekauft wurden, um dann teuer weiterzuverkauft werden. Ich meine zum Beispiel meine Eltern, ja, die haben ja vor mir Skylander gespielt. Deswegen habe ich Skylanders überhaupt kennengelernt. Und die haben damals Trap Team gespielt. Und in Trap Team gibt es ja auch diese mit diesen Waffen aus diesem speziellen Material. Und meine Eltern mussten sich so anstrengen, einen Natur-Skylander zu finden, der diese Treptanium-Waffen hatte. Ja, allerdings, wenn wir mal zu den Waffen kommen, du kennst doch den Löwen mit dem Schild vom Feuer. Oh ja, Igitt, ich hab's Den gehasst, den zu gibt's ja spielen. normalerweise in Gold. Ja. Ich habe ihn aber in Silber. Auch du hast die Limited-Version. Ja. Limited-Version war sowas, was ich immer mal von meinen Lieblingsgeilen haben wollte. Sowas von wie von Schwieger Happy. Und übrigens, die hat nur 5 € gekostet, weil ich die gebraucht gekauft habe. Ich habe auch mal,
Wie gesagt, Sky hat sich als Spiel, als ich sehr, sehr klein war, das hat immer nicht sehr lange gehalten. Teilweise auch, weil ich zwei Discs mal zwei Discs gleichzeitig in die Xbox gesteckt habe. Und als ich dann ein kleineres Spiel gespielt habe, hat die zweite Disc, die drin geblieben war, die andere zerkratzt. Ja, das ist doof. Aber sowas ist generell auch öfter passiert. Spiele sind halt zerkratzt. Und dann gab es zum Beispiel das eine Spiel, das war dann unspielbar, das war Giants, das erste Spiel. Und das ist halt. Oh, ich habe vergessen, was ich sagen wollte, aber Giants war halt auch teilweise so ein richtig geiles Spiel. Das war so. Und das hatte auch, da ganz ehrlich, das hatte die besten Seelensteine-Partien. Ja. Die Seelensteine haben damals so viel Spaß gemacht. Ich habe es so gefeiert. Ja, allgemein, wie findest du eigentlich, weil Giants ist ja davor, vor dem großen Update mit Springen, man mit Springen konnte. Findest du es mit Springen besser oder ohne? Also ich finde es tatsächlich ohne Springen besser, weil halt ohne Springen hatte ich halt gefühlt mehr Platz für Attacken. Ja, So ist ja auch Attack, so. das Man hat war. halt mehr Platz für Kombos noch. Ja, und das habe ich halt mehr gemocht. Was ich auch gemocht habe, war, dass man den Skylander Namen geben konnte. Das war Du meinst bei lustig. dem ganz neuen? Also, neu ist es ja jetzt auch nicht mehr. Ja. Ist schon Wann richtig ist der alt. rausgekommen? 2019? Ja, keine Das ist Ahnung, ja auch schon wieder Jahrhunderte her. ich hab's mir damals von meinem Taschengeld gekauft. Weil die Sache war halt, in der Werbung wurde nicht gesagt, dass man diese Kristalle hat und dann im Spiel bestimmen konnte, sondern es wurde gesagt, in der Werbung, dass das die Skylander-Figuren sind, bloß mit ganz vielen austauschbaren Teilen. Das wurde in der Werbung gesagt. Und meine Eltern haben so gesagt, wir kaufen dir kein Spiel mit ganz vielen kleinen austauschbaren Teilen, weil. Das ergibt ja gar keinen Sinn. Du verlierst, ich konnte damals nicht mal bei den Swap Force alle Teile wiederfinden. Und das waren nur zwei Teile, die man austauschen konnte. Deswegen haben meine Eltern mir das nicht gekauft, dann habe ich mir das irgendwann selbst gekauft und festgestellt, dass es nur Kristalle waren. Ja, das aber zu dem neuen Teil, beziehungsweise neuesten Teil, Ja. dieser Truhen, hast du die auch gekauft? Für 5 €? Nein. Ganz ehrlich, ich habe mir an diesen Truhen oder so nichts Zusätzliches gekauft. Das Einzige, was ich mir fürs Kleines gekauft habe, waren Figuren. Da habe ich auch mal so zu Feiertagen Skylander bekommen. So zu Ostern oder so. Mein erstes Skylander habe ich im Übrigen auch zu Ostern bekommen. Giants habe ich zu Ostern bekommen. Ja, auf jeden Fall, was geil, dass so ein Spiel, das habe ich so. Alter, das habe ich hoch und runter gespielt. Und zwar durchgängig gefühlt. Ja, das kann ich verstehen. Habe ich auch gespielt, aber das kam halt bei mir auch erst später. Das kam halt vor allem so in meiner Kindheit, weil meine Eltern Trap Team gespielt haben, weil ich muss sagen, ich habe das Glück, Gamer als Eltern zu haben. Das ist halt Luxus Plus. Und auf jeden Fall haben sie damals Trap Team gespielt, als Trap Team war halt auch dieser übelste Skylander-Hype. Ja, aber das die Variante finde ich aber auch ganz cool. Ja, auf jeden Fall war bei Trap Team halt dieser übelste Hype. Und deswegen haben meine Eltern das gespielt. Ich habe halt zugeguckt und auch ein, zwei Mal gespielt. Und dann wollte ich unbedingt Skylander. Ich wollte unbedingt Skylander. Und als ich zu Ostern Skylanders bekommen habe, ja, da war ich erstmal enttäuscht, weil das die Version war, mit der man gar nicht springen konnte, nämlich Giants. Und da war ich erstmal enttäuscht über das Spiel. Ich finde, Giants war besser als Trap Team tatsächlich. Aber bei dem Baumriesen, also bei einer deiner Lieblingsfiguren, Ja. das finale Upgrade mit dem Falken, das fand ich so cool, dass er dann noch seinen Begleiter hat, Ich der auch hab's, selbstständig angreift ganz und man nicht mal ehrlich, drücken muss dafür. ich war so jung, ich habe nichts kapiert davon. Ich habe nicht kapiert, dass der einen Falken hatte. Ich habe das nicht gesehen. Ich habe mir gedacht, what the fuck? Man hat ihn aber auch nur bekommen, wenn man den Seelenstein bekommen hat von dem Charakter. Ich weiß das, aber ich weiß, dass ich nach dem Seelensteinkauf mir gedacht habe, what the fuck, was für eine Scheiße, wofür habe ich jetzt das gesamte Geld ausgegeben?
Also natürlich nicht so, ich war ein Kind, ich konnte die ganzen Kombos mit drück dreimal Viereck und einmal Dreieck für eine Kombo. Ja, aber Kombo hab dann gar nicht erst am Anfang gemacht. Nee, Kombos haben mich auch immer richtig genervt. Ich habe lieber neue Attacken dazu bekommen. Ich meine, ich bin halt so, ich mag halt gerne viele Attacken. Viele unterschiedliche Attacken. Deswegen dürften ja die Kristalle an sich gefallen, weil man kann ja auch die Attacken zwischen, also bei der Hauptattacke kann man zwischen 2 bis 3 wechseln. Ja. Also, bei den anderen so zwischen 4. Aber ich fand halt auch im Trap Team so übelst geil, dass man so die Bösewichte freilassen konnte. Ich fand halt auch Trap Team war halt von der Idee her auch besser als Giants, aber Giants war einfach meiner Meinung nach von der Umsetzung her einfach besser. Mit diesen riesigen Robotern und allem. Alter, das war so, ich fand das so geil. Unter diesem singenden Roboter, ja? Ich meine, wer erinnert sich nicht mehr an den singenden Roboter? Oder der Start mit den ganz vielen Puppen. Das fand ich halt alles ganz cool. Was ich da an dem Teil doof fand, diese ganzen Special-Kristalle, also ich meine jetzt nicht den Chaos-Kristall, sondern Licht- und Schatten-Kristalle, die halt so für die Öffentlichkeit gar nicht bekannt waren so. Ich habe die erst auch 2 Jahre später entdeckt, dass es die überhaupt gibt. Also weil ich habe mich immer so gefragt, wie man die, weil einige Charaktere konnte man ja nicht in die normalen Kristalle halt einsperren so. Ja, also meine Eltern haben sich halt sofort das Deluxe-Pack gekauft, wo alle Fallen einmal bei waren. Ja, gut. Aber ich fand es auch richtig cool, dass Licht und Schatten hinzugekommen sind als Elemente. Habe ich sehr toll gefunden. Was ich auch sagen muss zum ersten Skylanders-Teil. Weiter. Was ich auch so sagen muss zum ersten Skylanders-Teil, ich habe ihn halt, natürlich habe ich ihn sehr gerne gespielt und ich fand ihn auch sehr toll, aber es ist halt auch so, dass ich sehr viele Kindheitserinnerungen damit verbunden habe, weswegen er natürlich noch viel epischer in meiner Erinnerung vorkommt, weil ich habe den halt als Kind gespielt, ich fand das immer lustig und cool. Ich kann nur zustimmen. Was ich aber überhaupt nicht toll fand, was ich zu keinem Zeitpunkt der Skylanders-Serie toll fand, war der Gulpa. Er war überflüssig. Was ich aber richtig komisch finde, ist beispielsweise Rutzige. In Trap King ist da ja, Monster, weiß gar nicht, ich glaube, der ist ein Monster vom Schatten. Oder, nee, in Trap King ist er noch ein Monster vom Gespensterelement. Aber in dem neueren, also in dem neuesten Teil, ist er dann plötzlich Schatten. Weißt du, was man auch bedenken muss, was ich richtig lustig finde? Ich habe die Skylanders-Teile auch relativ schnell hintereinander gespielt. Also man muss bedenken, man kann ja ein bisschen zurückrechnen. Ich habe ungefähr jedes Jahr einen neuen Skylanders bekommen, ungefähr. So in dem Dreh. So, und das erste Mal bei Skylanders lesen, also da war ich in der ersten Klasse, lesen konnte ich bei diesem Auto Skylanders. Ich gucke jetzt nach, wie das heißt. Ich habe das hier in meinem Schrank von der Xbox 360. Gut, ich müsste dafür kurz aufstehen. Das ist, ja, ich muss auch kurz aufstehen. Auch noch. Ich muss auch kurz aufstehen, aber der Teil ist direkt in meinem Schrank, also... Ja, bei mir müsste ich aufstehen, dann könnte man mich nicht mehr bewerben, deswegen. Ja. Okay, ich habe den Teil doch nicht mehr. Na gut, der Teil war auch ziemlich zerkratzt und ziemlich scheiße, also kann es auch sein, dass ich... Lass mal gucken, ich kurz. Supercharge. Okay, das ist cool. Der Name klingt cool, aber der Teil an sich nicht. Ja, der Teil ist so scheiße gewesen, die ganze... Ich meine, es war alles verwirrend. Auf einmal wurde man aus dem Portalsystem ausgeschlossen und musste irgendwelche scheiß Fahrzeuge haben. Auf einmal Endkampf. Plötzlich, ja, Fahrzeuge fahren in die reale Welt fast. Das war
war so langweilig. Was ich aber auch noch zu Skylanders Giants sagen muss, es gab ja immer so einen Vorspann, wo so alle Skylanders, alle Haupt-Skylanders gezeigt wurden. Ja, das waren allen Teilen halt so. Ja, und in Giants gab es da immer diese eine Lady mit den beiden Schwertern. Und das war ein Skylander, den ich unbedingt haben wollte. Aber ich habe ihn nie bekommen. Ich hab ihn. Und dann bekommt ihr von uns ein raues... Ciao.